Antisemitismus. Was ist das? Antisemitismus ist ein anderes Wort für Judenfeindschaft. Darunter versteht man abwertende Sichtweisen und negative Haltung gegenüber Jüdinnen und Juden. Antisemitismus kann sich auf unterschiedliche Art und Weise äußern. In beiläufigen Kommentaren, offenen Beleidigungen oder sogar gewalttätigen Angriffen auf Personen oder jüdische Einrichtungen. Im Grundsatz funktioniert Antisemitismus nicht anders als andere Vorurteile und Ausgrenzungsformen auch. Denn in unserer Fantasie unterteilen wir Menschen gerne in unterschiedliche Gruppen. Wir selbst fühlen uns einer bestimmten Gruppe zugehörig. Die finden wir meist am besten. Alle anderen stecken wir dann in irgendwelche Schubladen. Eigentlich wissen wir natürlich, dass alle Menschen Individuen sind und nicht in Schubladen passen. Trotzdem machen wir es, weil es irgendwie verführerisch einfach erscheint. Oft unterstellen wir den anderen dann auch noch schlechte Eigenschaften und schlimme Absichten. So können wir selbst uns als überlegen fühlen. Solche nennen wir es Vorurteile und bösartige Unterstellungen. Nach diesem Muster gibt es auch gegenüber Jüdinnen und Juden. Aber Antisemitismus ist noch viel mehr als bloß ein Vorurteil. Schon seit Jahrhunderten werden über Jüdinnen und Juden bösartige Gerüchte sowie Vorurteile verbreitet und immer wieder neuen Zeiten angepasst. So stand zum Beispiel für die christlich Gläubigen des Mittelalters fest, Jüdinnen und Juden stehen mit dem Teufel im Bunde und sind von Grund auf bösartig. Heute lebt die Vorstellung vom teuflischen Juden in vielen anderen Formen weiter, zum Beispiel in antisemitischen Wahnideen über eine jüdische Weltverschwörung. Auch Begründungen für Vorurteile wandeln sich mit der Zeit. So wurden Jüdinnen und Juden früher, als die Gesellschaft noch stärker von Religion geprägt war, vor allem aufgrund ihres Glaubens ausgegrenzt. Später aber, als die Religion ihre zentrale Rolle verlor, dachte man sich neue Begründungen aus. Von da an hieß es, jüdische Deutsche gehören nicht zur Nation, sie wären keine richtigen Deutschen. Typisch für den modernen Antisemitismus ist eine besondere Widersprüchlichkeit. In der antisemitischen Fantasie erscheinen Jüdinnen und Juden nicht nur als unterlegen und minderwertig, sondern sie gelten gleichzeitig auch als überlegen. So heißt es beispielsweise, Jüdinnen und Juden seien angeblich reich und mächtig, sie seien schlauer und intelligenter als andere. Zuschreibungen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Vorurteile hängen nicht mit dem tatsächlichen Verhalten oder Sein von Jüdinnen und Juden zusammen. Vielmehr verraten sie uns etwas über die geheimen Ängste, Wünsche und Bedürfnisse derjenigen, die antisemitisch denken. Nazi-Vergangenheit. 6 Millionen europäische Juden wurden von den deutschen Nazis im Holocaust ermordet. Ein unvorstellbares Verbrechen. Niemand von uns bereitet es Spaß, sich damit zu befassen. Wichtig ist es trotzdem. Dennoch gibt es viele, die am liebsten gar nicht an einen Massenmord erinnert werden wollen und einen Schlussstrich unter der Vergangenheit fordern. Sie wollen unbequeme Fragen nach Einflüssen auf die Gegenwart, die Gesellschaft und sich selbst vermeiden. Hinter der Erinnerungsverweigerung steht in Deutschland auch das Bedürfnis nach einem positiven, unbeschadeten Bild von der eigenen Geschichte. Denn der Holocaust wirft ein schlechtes Licht auf das Land. Und häufig auch auf die eigene Familie. Der Wunsch nach Verdrängung geht oft mit Antisemitismus her. Wenn manche Leute das Geschehen kleinreden und verharmlosen und beispielsweise sagen, das war doch alles gar nicht so schlimm, sagen sie indirekt, die Juden übertreiben. Manche behaupten sogar, der Holocaust sei erfunden. Andere schieben den Opfern selbst die Schuld zu. Die werden schon etwas getan haben, dass man sie verfolgte. Besonders offensichtlich wird der Antisemitismus dort, wo alte judenfeindliche Vorurteile aufgegriffen werden. So wird behauptet, Jüdinnen und Juden wollten aus dem Holocaust Profite ziehen. Das mit Bezug auf die antisemitische Unterstellung von Betrug und Gier. Eine weitere Variante, Jüdinnen und Juden anzugreifen, ist die Behauptung, sie wären selbst so schlimm wie die Nazis. Das passiert zum Beispiel durch die Gleichsetzungspolitik des jüdischen Staates Israel mit der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. V
Formen von Antisemitismus. Damit wir Antisemitismus effektiv bekämpfen können, müssen wir zuerst wissen, wovon wir überhaupt sprechen. Denn Antisemitismus hat viele Facetten. Post-Soa-Antisemitismus wird auch Schuldabwehr-Antisemitismus oder Sekundär-Antisemitismus genannt und ist im Zuge mit der Auseinandersetzung mit dem Holocaust entstanden. Unmittelbar nach der NS-Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg setzte die deutsche Schuldabwehr ein. Damals wie heute sind viele fälschlicherweise überzeugt, dass die meisten Deutschen im Widerstand und keine NS-TäterInnen waren. Die deutsche Schuld wird relativ oder gar geleugnet. Israel-bezogener Antisemitismus, antizionistischer Antisemitismus genannt. Bei dieser Form dient der Staat Israel als Projektionsfläche des Judenhasses. Weil Israel-bezogener Antisemitismus ein akutes Problem ist, sind Aufklärung und Information nötig. Denn Israel-bezogener Antisemitismus ist von der Kritik an der israelischen Regierungspolitik zu unterscheiden. Kritik an der israelischen Regierungspolitik ist genauso legitim wie Kritik an der australischen, marokkanischen oder saudi-arabischen Regierungspolitik. Israel-Kritik versus israelbezogener Antisemitismus. Kritik am Staat Israel oder seiner Politik ist nicht automatisch antisemitisch. Vor dem Massaker der Hamas an der israelischen Bevölkerung haben auch Jüdinnen und Juden zu Hunderttausenden gegen die Justizreform demonstriert. Wenn ich konkrete Kritik zum Beispiel an einem israelischen Politiker äußere, kann ich das natürlich tun. Wenn ich aber etwas sage, wie zum Beispiel, das ist typisch für Juden, habe ich jedoch die Grenze zum Antisemitismus überschritten. Natürlich steht es jedem frei, Israels Regierung zu kritisieren und auch den Einsatz im Gazastreifen. Es kommt darauf an, ob antisemitische Stereotype bedient werden oder nicht. Die folgenden Berichte über antisemitistische Vorfälle und Gewalttaten basieren auf tatsächlichen Begebenheiten. Augsburg. Bei einer Veranstaltung Köln. Werden Texte von Überlebenden der Nazi-Konzentrationslager auf eine Kippa. Nürnberg. In einem Park wird er deshalb. Eine jüdische Frau ist auf dem Weg zum Einkauf. Berlin. Sie kommt an einer Gruppe von einer Gruppe von 108 jüdischen Jemand Kindern sagt, und Jugendlichen aus der Ukraine kommt nach Deutschland. Werden. Braunschweig. Da bekommt die Frau auf einer Demonstration einer Neonazi-Partei werden antisemitische Halle an der Saale, Oktober 2019. Ein schwer bewaffneter Mann versucht in einer Synagoge ein Massaker anzurichten. München. Ihr seid dumm und jüdisch. Ein Jugendtrainer geht in einem Park spazieren. Berlin-Grunewald. Er hat eine Trainingsjacke des jüdischen Sportvereins TSV Maccabi. Eine Frau, die Leiterin und eine Mitarbeiterin der Antisemitismus und Rassismus. Dabei doch die Tür hält stand. Als er nicht in die Synagoge gelangt, erschießt er eine zufällig vorbeikommende Frau. Antisemitismus gibt es nicht nur in den Köpfen. Im Alltag tritt er in vielen Varianten auf. Ob als Idee, Wort oder Tat, es ist immer eine Form von Gewalt. Die Zahl der antisemitischen Delikte steigt seit 2018 an. 2022 wurden durch die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus 2641 antisemitische Vorfälle erfasst. Das sind 7 Vorfälle am Tag. Die Analyse der Daten zeigt, dass Gelegenheitsstrukturen, das heißt bestimmte Rahmenbedingungen, die antisemitistisches Handeln ermöglichen oder wahrscheinlich machen, ausschlaggebend sind. Das können Medienereignisse, gesellschaftliche Debatten, aber auch zielgerichtete Kampagnen sein. Diese Vorfälle hatten für Jüdinnen und Juden auch 2022 einen alltagsprägenden Charakter. Neben vielen Fällen verletzenden Verhaltens wurden 2022 allein 9 Vorfälle extremer Gewalt dokumentiert. Insgesamt nehmen die Angriffe auf die Erinnerung zu. Sie gehören inzwischen zum Alltag in Deutschland. Orte des Gedenkens und des Erinnerns werden geschändet und zerstört. Es wird versucht, das Erinnern an die Zeit des Nationalsozialismus zu erschweren oder gar zu unterbinden. Zugleich wird mit den Angriffen signalisiert, dass Jüdinnen, Juden und jüdisches Leben
keinen Platz in Deutschland haben sollen. Die folgenden Vorfälle geben einen Einblick auf das Ausmaß der Sachbeschädigungen und Schändungen. Die Vorfälle sind in der Chronik antisemitischer Vorfälle der Amadeo-Antonio-Stiftung dokumentiert. Diese Chronik hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nicht repräsentativ. Sie zeigt jedoch auf, wie alltäglich und weitreichend der Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland ist. Stadtstaat Hamburg. 27.01.2023 Hamburg. Platz der jüdischen Deportierten. Ein Gedenkstein wird mit Farbe besprüht. Ein Passant bemerkt die Beschädigung und meldet sie der Polizei. Es wird ein Verfahren wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung eingeleitet. Mecklenburg-Vorpommern. 4.02.2023 Waren-Müritz. Mauer des jüdischen Friedhofs. Der Code 192 wird mit schwarzer Farbe auf die Mauer des jüdischen Friedhofs geschrieben. 192 steht für Adolf is back. Adolf ist zurück. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf und stellt fest, dass ein rechtsextremer Hintergrund nicht auszuschließen sei. Nordrhein-Westfalen. 10.03.2023 Mönchengladbach. Unbekannte schmieren Hakenkreuze und Hassbotschaften an die Haustür der israelischen Künstlerin Ora Avital. Sie lebt und arbeitet in diesem Haus. Schleswig-Holstein. 12.04.2023 Kiel. Stolpersteine werden mit einem scharfen Gegenstand beschädigt. Sachsen-Anhalt. 9.05.2023 Halle an der Saale. Der Briefkasten des Zentrums für Sozialforschung wird mit den Worten Juden in den Ofen beschmiert. Stadtstaat Berlin. 11.06.2023 Berlin. 4 Personen beschädigen eine zum Mahnmal Gleis 17 gehörende Gedenktafel. Das Mahnmal erinnert an etwa 10.000 Jüdinnen und Juden, die zwischen 1941 und 1942 von dort mit Zügen in Konzentrationslager deportiert wurden. Die Polizei stellt Einkerbungen und Farbabriebe fest. Außerdem wird ein Davidstern und der Schriftzug Israel in die Mauer gekratzt. Knapp 2 Monate später, 12.08.2023. Die Gedenkbücherbox nahe des Mahnmals Gleis 17 wird angezündet. Am Tatort wird ein antisemitisches Bekennerschreiben gefunden. Freistaat Bayern. 19.07.2023 München. Eine jugendliche Person tätigt antisemitische und volksverhetzende Äußerungen. Sie zieht ein Messer und bedroht und schlägt einen Mann. Thüringen. 5.09.2023 Weimar. Auf dem Parkplatz der Gedenkstätte Buchenwald werden zum wiederholten Mal in diesem Jahr Schmierereien und ein Hakenkreuz entdeckt. Baden-Württemberg. 26.09.2023 Herrenberg. Auf dem Schulhof einer Realschule in Herrenberg wurden 4 großformatige Bilder mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Die Porträts zeigen Überlebende des Holocaust. Ihre Gesichter wurden mit Hakenkreuzen und Hitlerbärten versehen. Die Fotografien gehören zum Erinnerungsprojekt gegen das Vergessen des deutsch-italienischen Filmemachers Luigi Toscano. Seit 2014 trifft und porträtiert er dafür weltweit Überlebende der NS-Verfolgung. Sein Ziel: Solange die Opfer der Nazis noch leben, sollen sie berichten und ihre persönliche Geschichte erzählen. Stadtstaat Berlin. 31.10.2023 Berlin. Besonders bedrohlich wirken Markierungen, bei denen Wohnhäuser mit beispielsweise Davidsternen und Hakenkreuzen versehen und so als jüdisch markiert werden.
Dies erinnert an die Kennzeichnungspraxis im Nationalsozialismus, als vor allem jüdische Geschäfte mit Davidstern markiert wurden. Das massive Auftauchen derartiger Markierungen stellt eine neue Qualität dar.